Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute werde ich mal einen gewissen Herrn ein wenig thematisieren und so ein bisschen mal einen Blick auf seine Vergangenheit legen. Und da fällt uns hier oben schon direkt etwas auf, wenn wir mal genauer hingucken. Und zwar Herr Spahn, deutscher Politiker, CDU, Mitglied des Bundestages. Jetzt kommt's. War von 2005 bis 2009 im Gesundheitsausschuss des Parlaments. Daneben war er von 2006 bis 2010 an einem Lobbyunternehmen für Medizin, für den Medizin- und Pharmasektor beteiligt, welches er mit gegründet hat. Finde ich ein bisschen kritisch. Sage ich jetzt mal vorsichtig so. So, also, er hat eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Westdeutschen Landesbank in Münster gemacht, die er mit IHK-Abschluss beendet hat. Zumindest das hat er hinbekommen. Von 2003 bis 2017 studierte Spahn neben seiner Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter Politikwissenschaften an der Fernuniversität Hagen. Jetzt finde ich ein bisschen die Zeitspanne, achtet mal drauf. Erwerb von 2008 den Bachelor of Arts und 2017 den Master of Arts. Also 9 Jahre, um ein, ja, ich glaube, die Differenz sind 4 Semester, um das hinzubekommen. Ja, schon ein bisschen merkwürdig. Dann haben wir hier, im Jahr 2012 wurde er von Friends of Europe, einer europäischen Denkfabrik, in der Lobbyisten und Vertreter der EU-Institutionen zusammenarbeiten, unter die 40 Under 40 Young European Leaders gewählt. Spahn absolvierte das Young Leader Programm für aufstrebende Führungskräfte in Politik und Wissenschaft, ein Partnerprogramm der deutschen Denkfabrik Atlantikbrücke und des American Council on Germany. Im Jahr 2017 war Spahn Teilnehmer der Bilderberger Konferenz in Chantilly im Bundesstaat US-Bundesstaat Virginia. Also wir sehen hier zum einen einen Menschen, der vollkommen fern des tatsächlichen medizinischen liegt, nur weil er ein Lobbyunternehmen für Medizin- und Pharmasektor beteiligt war. Über 4 Jahre frage ich mich, woher er die Kompetenz haben will, um tatsächlich zu entscheiden, was Ärzte, Pflegekräfte und so weiter zu tun und zu lassen haben. Ich sehe das persönlich sehr kritisch, dass er Lobbyist ist, offen dargegeben und somit natürlich auch eine gewisse oder sagen wir mal eine sehr hohe Nähe zur Pharmaindustrie vermuten lässt. Dies lässt natürlich auch Rückschlüsse zu, dass dieser Mensch nicht ganz neutral in der Position des Gesundheitsministers sein kann. Das muss man ganz offen und ehrlich so sagen und auch anprangern dürfen. Herr Spahn, Sie als Gesundheitsminister sind für die Gesundheit und die Genesung von Menschen verantwortlich und nicht für die Umsätze der Pharmaindustrie und der anderen Konzerne, die im Umfeld dieser ganzen Geschichte mit agieren. Wir reden hier über verschiedenste Unternehmen, die in erster Linie ein Interesse daran haben, ihre Gewinne zu vergrößern. Und da ist Herr Spahn auf jeden Fall der richtige Mensch für. Es geht hier nicht um die Gesundheit von uns Menschen, meine Lieben. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Dieser Mensch ist eine absolute Fehlbesetzung. Wäre er ausgebildeter Altenpfleger, Krankenpfleger, Kinderkrankenpfleger, Intensivpfleger oder was auch immer, dann hätte er einen Hintergrund. Dann wüsste er, was bei den Leuten abgeht. Jetzt gucken wir nochmal was anderes hier. Da merkt man nämlich auch, wessen Geisteskind dieser Mensch ist. So, wir kriegen es hier schon direkt als, direkt vorgelegt. Also, wir haben hier, das ist jetzt vom Ärzteblatt, einen Bericht. So, jetzt guck mal hier. Die Bertelsmann Stiftung hat gestern empfohlen, die Zahl der Kliniken von 1400 auf deutlich unter 600 zu reduzieren. So. Jens Spahn sprach sich für einen Mix aus wohnortnaher Versorgung und Spezialisierung aus. Nicht jedes Krankenhaus muss alles machen. Hier sollten wir unsere Kräfte besser bündeln.
Mein werter Herr Spahn, man sieht eigentlich, wie fernab Sie dieser Geschichte mittlerweile schon sind. Bei mir in der Stadt gab es 3 Krankenhäuser plus eine Poliklinik eines größeren Unternehmens. Die Poliklinik ist mittlerweile zu einer Durchgangsstation geworden. Dort werden also keine Mitarbeiter mehr langfristig behandelt. Es werden Notfallbehandlungen durchgeführt und diese Patienten werden dann in das größte Krankenhaus weitertransportiert. Das heißt, da haben wir auch eine Reduktion. Und ich vermute mal, dass diese Anzahl der sogenannten Polikliniken, die es früher in jedem größeren Unternehmen eigentlich gab, die sind da gar nicht mit eingerechnet. Auch da haben wir eine Reduktion. Das ist jetzt aber ein bisschen fernab von dem, worauf ich hinaus will. Wir haben hier bei uns ein Krankenhaus, das ist spezialisiert auf zum Beispiel Gelenkersatz und ein anderes, das ist zum Beispiel auf die Anlage von Stoma-Patienten spezialisiert. Wir haben heute schon, dass in Städten Kliniken sich in verschiedenen Sektoren weiter spezialisiert haben. Das bedeutet, diese Geschichte, die Sie da vorbringen, ist schon längst passiert. Wir haben oft genug, dass wir auch Patienten haben, die zum Beispiel Lungenerkrankungen haben, die werden in der Regel mit einem Krankentransport um die 50 Kilometer weit transportiert in eine entsprechende Fachklinik. Ähnliches haben wir bei anderen Krankheitsbildern, dass dort teilweise Transporte über mehrere hundert Kilometer stattfinden, um die Patienten zu entsprechenden Kliniken zu bringen, die sich auf ein bestimmtes Krankheitsbild oder einen bestimmten, ja, sag ich mal, Bereich des Körpers in der Behandlung spezialisiert haben. Mein werter Herr Spahn, wenn Sie solche Sachen schon 2018 nicht wussten, die wir in der Pflege schon seit mindestens 5 bis 10 Jahren kennen, dann bitte ich Sie, dass Sie diesen Posten, den Sie haben, freimachen für jemanden, der aus diesem Bereich kommt, der weiß, wovon er redet, der weiß, was Personalmangel bedeutet, der weiß, was es bedeutet, auf gut Deutsch gesagt, auf Menschen einzugehen, mit denen man zusammenarbeitet. Wir haben Menschen, die dank ihrer Vorgaben, dank ihrer, ja, wie soll ich sagen, Nichtbeachtung von Grundsätzen darunter leiden. Ich gebe Ihnen mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Wir haben in der Pflege Zeitvorgaben für die Tätigkeiten, die wir ausführen. Wo ich mich jedes Mal drüber aufrege, das ist zum Beispiel, ja, ein ganz einfacher Punkt, der sogenannte Toilettengang. Bei mir steht auf dem Tourenplan, genauso in der Planung, in der Ablaufplanung in den Heimen, stehen dort 8 Minuten drin. Bei manchen sogar, je nach Krankenkasse, 5 Minuten. Erklären Sie mir mal bitte, wie ich eine Person, die in der Mobilität eingeschränkt ist, binnen 8 Minuten schaffen soll, wenn ich bei ihr klingel, dass sie zur Tür kommt, mir die Tür öffnet, sie ins Badezimmer geht, auf die Toilette geht, dort in Ruhe ihr Geschäft verrichtet und sich auch tatsächlich darauf einlassen kann, das Geschäft zu machen, bis hin zu eventuell einer Nachversorgung, wenn es dort Probleme gibt, sage ich mal, mit der Sauberkeit oder mit der Wiederherstellung der Sauberkeit, dann eventuell Probleme gibt beim Wiederanziehen dieser Person und ich sie danach noch auf einen Platz begleiten muss, an dem sie sicher verweilen kann. Erklären Sie mir mal, wie ich das bei manchen Personen, die ich betreue, hinkriegen soll. Das würde ich gerne mal von Ihnen wissen, Herr Spahn. Sagen Sie mir das bitte mal. Wie soll ich das hinbekommen? Soll ich mir die Person auf den Arm nehmen, auf den Pott down, auf Süddeutsch gesagt eine digitale Enddarmreinigung vornehmen, damit ich diese 8 Minuten einhalte? Oder soll ich menschlich arbeiten und auf die Person eingehen? Sie, Herr Spahn, und genauso alle anderen Beteiligten des MDKs, des sogenannten medizinischen Dienstes der Krankenkassen, sämtliche Senatoren, Senatsmitarbeiter und so weiter, bitte, wenn ihr nicht aus der Pflege kommt, wenn keine Bezüge zum medizinischen Wesen, zum Alltag der Arbeit in diesen Bereichen vorliegt, räumen Sie verdammt nochmal Ihre Posten. Stellen Sie diese Posten Menschen zur Verfügung, die wissen, wovon Sie reden, die wissen, wie es draußen abläuft. Ich bin mir sicher, Herr Spahn hat nicht einen Tag in einem Krankenhaus gearbeitet, in einer Intensivstation gearbeitet, in einem Altenheim gearbeitet oder in einer mobilen Pflege mitgearbeitet. Es gibt noch weitere Ausarbeitungen, wie zum Beispiel die betreuten Wohneinrichtungen, die Demenz-WGs, Heil- und Erziehungspflege, Wohnheime für körperlich und geistig behinderte Menschen, Werkstätten für körperlich und geistig behinderte Menschen. Meine
Lieben, wenn ihr da keine Ahnung habt, was da abgeht, dann haltet verdammt nochmal, ich sag, entschuldigen Sie jetzt bitte die Wortwahl, haltet eure Fresse und macht den Platz frei für Leute, die wissen, was zu tun ist. Es kann nicht sein, dass so Menschen wie Sie mit einer Profitgier, mit einer Nähe zur Pharmaindustrie, die sowieso schon in vielen Punkten mittlerweile bei der Bevölkerung in der Kritik steht, sei es das damit, dass Medikamente teilweise mehr Nebenwirkungen erzielen, als sie wirken, dass Behandlungen verkauft werden und nur die Symptome dadurch abgemildert werden, jedoch die Ursache nicht bekämpft wird. Es gibt tausende Berichte von Menschen, die Jahre, Jahrzehnte lang Probleme hatten, die dann einmal, zweimal, vielleicht auch ein paar Mal mehr zu Alternativen gegangen sind, Heilpraktiker, Osteopathen, verschiedene andere, sag ich mal, nicht der Schulmedizin zugewandten Behandlungen gegangen sind und diese teilweise binnen kürzester Zeit, die Betonung liegt auf kürzester Zeit, die Beschwerden nicht mehr hatten, Medikationen zurückgefahren werden konnten. Und dazu ein ganz prägnanter Satz, meine Lieben, den ich jetzt hier nochmal mit einbringe. Oder besser gesagt zwei. Der Arzt lebt davon, dass er seine Patienten zwischen Leben und Tod hält. Und ein geheilter Patient ist ein verlorener Kunde. Diese beiden Punkte bitte mit im Hinterkopf halten. Mein werter Herr Spahn, nehmen Sie Ihren Hut, machen Sie den Platz frei für Menschen, die Ahnung haben von dem, was tatsächlich abgeht. Alles Weitere werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil sonst das Video einfach wieder zu lang wird. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schreibt bitte eure Meinung zu dem Thema unten in die Kommentare rein. Gerne ein Like da lassen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren bitte nicht vergessen. In dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch einen schönen Tag, Nachmittag oder Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und meine lieben Menschen, weigert euch, Feinde zu sein.